Die heutige Aufgabe ist eine Geometrieaufgabe verbunden mit Variablen. Ich markiere diese Linie blau. Die ist nämlich gleich lang wie die plus die. Diese Grundseite von diesem L ist gleich lang wie das da plus das. Es geht zuerst darum, dass ich einen Term für den Umfang. Der Umfang sind alle Seiten zusammen. Wenn ich hier starte, habe ich zuerst b plus 3b, b plus 3b plus 2a plus a, 2a plus a. Das da, die blaue Strecke, ist ja die blaue Total, 2a plus b. Und die orange Strecke da unten ist gleich lang wie diese orange a plus 3b. Ich addiere. B plus 3b gibt 4b, 5b, 8b. 2a plus a gibt 3a, 5a, 6a. Mein Umfang lautet 8b plus 6a. Ich könnte jetzt noch, wenn es heißt einen möglichst einfachen Term, ich könnte jetzt noch die Zahl 2 ausklammern. Das wäre 2 mal 4b plus 3a für den Umfang. Aufgabe B ist die Fläche gesucht. Ich unterteile dieses L in zwei Rechtecke. Das obere Rechteck ist angeschrieben mit a mal 2a, die Fläche ist 2a hoch 2. Dann kommt das untere Rechteck noch dazu. Das ist b mal a plus 3b. Das gibt, ich schreibe das ein bisschen weiter unten nochmal, b mal a gibt ab plus b mal 3b gibt 3b hoch 2. Auch 2 plus ab plus b hoch 2 kann ich nicht weiter addieren. Das ist die Lösung für den Flächeninhalt.